Die Sonne, eine unerschöpfliche Energiequelle. Sie liefert pro Jahr 10.000 Mal mehr Energie, als wir weltweit verbrauchen. Die Sonne schickt pro Stunde mehr Energie zur Erde, als wir global für die komplette Menschheit an Energie für ein ganzes Jahr benötigen. Und das bedeutet, wir haben eigentlich kein Problem, was die Energiemenge angeht, sondern ein großes Problem ist eben, wie können wir diese Energie sinnvoll nutzen, um zum Beispiel Elektrizität herzustellen. Bisher nutzen wir Sonnenenergie vor allem in großen Solarparks, die riesige Flächen beanspruchen und nur bei Sonnenschein laden. Geht das besser? Es gibt neue Ideen, wie sich Solartechnik anders nutzen lässt und sogar effektiver. Was wäre, wenn wir mit Fenstern Sonnenenergie in Strom umwandeln könnten? Ganze Glasfassaden eines Gebäudes könnten dann Strom erzeugen. Klingt wie Science Fiction, ist in den USA aber schon marktreif. Dieses Gebäude hat die Herstellerfirma Ubiquitous bereits mit den transparenten Solarkollektoren versehen. Die Fenster sind beschichtet mit organischen Salzmolekülen. Sie leiten langwelliges und infrarotes Licht zu schmalen Solarzellenstreifen am Rand des Fensters und wandeln sie dort in Strom um. Wenn wir uns anschauen, jedes Jahr werden in Deutschland ungefähr 25 Millionen Quadratmeter neue Fensterfläche installiert. Jedes Hochhaus besteht eigentlich nur noch aus Fensterfläche. Das heißt, wir haben dort ein riesiges ungenutztes Potenzial und diese Zellen könnten natürlich dafür sorgen, dass wir aus diesen Fenstern Strom gewinnen können. Die Effizienz von den Systemen ist nur ungefähr halb so groß wie von einer normalen Solarzelle, aber eine normale Solarzelle können wir natürlich nicht auf ein Fenster draufkleben. Klar, dann könnte man nicht durchsehen. Aber kleben wäre super, dann müsste man für den Einbau oder bei einem Defekt nicht gleich das ganze Fenster austauschen. Sind womöglich Solarfolien die Lösung? Ein Vorreiter dieser Technologie ist das Dresdner Unternehmen Heliatec. Ihre Entwicklung? Die erste ultradünne, biegsame Folie aus organischem Material. Mit der selbstklebenden Folie kann man nahezu jede Wand und jedes Gebäude zum Mini-Solarkraftwerk umrüsten. Noch ist sie nicht transparent, aber auch daran arbeitet der Hersteller. Der große Vorteil von Solarfolien ist, dass sie flexibel sind, dass sie die auf allen möglichen Oberflächen befestigen können. Das können Häuserfassaden sein, das können auch zum Beispiel Autodächer sein oder das können Pflasterwege vor ihrem Haus sein. Und damit können wir jetzt sehr viel ungenutzte Fläche für Solarenergie nutzbar machen. Flächen wie die Auffahrten vor Häusern. Für sie neu entwickelt Bodenfliesen als Sonnenkollektoren. Sie bestehen aus recyceltem Kunststoff und halten 8 Tonnen Gewicht aus. 20 Quadratmeter dieser Fliesen können laut Hersteller Faboro den jährlichen Energieverbrauch eines durchschnittlichen Haushalts decken. Eine Option vielleicht auch für Straßen oder Parkplätze. Eine andere Lösung ist diese Smart Flower. Sie dreht sich wie eine Sonnenblume selbstständig mit der Sonne. So nutzt sie jeden Sonnenstrahl und ist besonders effizient. Zwar ist die Smart Flower mit 35.000 Euro pro Stück nicht gerade günstig, dafür braucht sie aber auch nicht so viel Platz. Und ich denke, dass da die Zukunft wirklich liegt, dezentrale Stromversorgung, die man auch ohne große Infrastruktur, wie zum Beispiel hunderte Kilometer von Strommasten, nutzen kann. Aber was, wenn die Sonne nicht scheint? Dafür hat ein philippinischer Student die Lösung gefunden. Carvey Make fiel auf, dass sich seine selbsttönende Brille auch an bedeckten Tagen dunkel färbte. Das brachte ihn auf seine Idee. Eine Solarzelle, die auch ohne direkte Sonneneinstrahlung funktioniert. 2 Jahre tüftelte der Student an seinem neuartigen Solarmaterial. Aureus generiert doppelt so viel Energie wie herkömmliche Solarzellen. Es ist durchsichtig, biegsam und wird aus organischem Abfall hergestellt. Dafür erhielt er einen Nachhaltigkeitspreis. Und es geht sogar ganz ohne Sonne. Australische Forscher haben eine Technik entwickelt, mit der sich auch bei Dunkelheit Strom produzieren lässt. Das Prinzip: tagsüber wärmt sich die Erde auf, nachts strahlt sie die Wärme in Form von Infrarotlicht wieder ab. Die sogenannte Antisolarzelle nutzt den Temperaturunterschied zum kalten Weltall, um daraus Strom zu erzeugen. Noch bringt diese Solarzelle für die Nacht nur ein Viertel der Leistung einer normalen Solarzelle, aber es ist ein vielversprechender Anfang.
Die ist zwar derzeit noch nicht so effektiv wie eine normale Solarzelle, aber sie löst unser Problem, dass wir 24 Stunden am Tag Stromversorgung brauchen. Und das können herkömmliche Solarzellen nicht alleine leisten. Weltweit forscht man an Wegen, die unerschöpfliche Solarenergie besser zu nutzen. An Lösungen für Hochhäuser, Straßen, Gemeinden und Städte. Damit könnten wir unserem Klimaziel näher kommen und bis zum Jahr 2050 den weltweiten Energiebedarf zu 85% aus erneuerbarer Energie decken.